Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zombo Buster mit einem fantastischen Intro. Ich find's super. Die Musik und die Giraffe, es ist ein Traum. Ich könnte es mir den ganzen Tag angucken. Oh, auf die Seite gehen wollte ich allerdings nicht. So, Zombo Buster. Ab geht die wilde Luzi. Habe ich Sound an? Jawohl, das ist fantastisch. Oh, ich habe sogar noch einen alten Spielstand. Ah, gucken wir da rein? Na, wir gucken total rein. Ich glaube, wir fangen mal hier vorne an. Ich kann mir noch Upgrades leisten. Oder auch nicht. Eher nicht so. Was war denn? Das war, glaube ich, der erste Stand. The best daily news provider in the city, but due to overtime, some people turn to zombies. Ja, also das Ganze ist quasi so ein Strategieding. Also, naja, was heißt Strategie? Es ist halt ein Defense-Shooter-Thingy. So, es ist so ein bisschen, naja, nicht wirklich Turret Defense, aber wie viel Money haben wir denn? So, Start Wave. Also ein Fast Forward Button, das war das, was in dem Spiel fehlte. Aber man kann sich ja ganz fix die nächste Wave rufen, das ist fantastisch. Ich die upgraden? Ah, nicht in dem Level, okay. Ja, das ist natürlich noch nicht das ganze Spiel. Also, ihr seht prinzipiell natürlich, worum es geht. Man kann sich immer drei Leute hier hinbauen und die haben halt diverse Sachen. Also, einer schießt halt schnell, einer schießt etwas langsamer, pierst dafür Rüstung, glaube ich, und einer macht halt viel Schaden und Gedöns, Gedöns, Gedöns. Ja, dankeschön. Continue. So, wir steigen mal in ein bisschen späteres Level ein. Wie wär's denn hiermit zum Beispiel? So, da sieht man nämlich schon, die Zombies kommen nämlich auch auf den anderen Ebenen. Und da muss man sich dann erstmal die Fahrstühle kaufen. Und man kann theoretisch Fahrstühle nämlich auch hin und her switchen. Das macht das Ganze relativ interessant. Gott, es gab irgendeine super Combo. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich glaube auf jeden Fall davon. Zwei und dann einen davor. Ich irgendwie so könnte das gewesen sein. Ich bin mir absolut nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wie man die Fahrstühle tauschen konnte. Ah, und ich habe natürlich auch Skills. Da gibt es einmal die Bomb of Duty. Was halt einfach eine Bombe ist und eine Zeitmaschine, die die Zeit anhält. So, irgendwie... Ach, genau. So konnte man das auch tauschen. Wenn man nämlich keine Kohle hat, überall was hinzubauen, ist so ein Tausch manchmal ganz praktisch. Die Bomb of Duty haut jetzt nicht so rein. Aber ist halt ganz nett so. Und das ist halt der Time Freeze. Muss man halt wissen, was man möchte, ne? Diese Türen hier übrigens sorgen... Als müsste ich... ob da jemals jemand durchkommt. Also die Türen dürfen die auf jeden Fall nicht erreichen. Das ist quasi so schon das Ziel. Die müssen gar nicht hierher kommen, sondern die dürfen einfach nur nicht in die Türen. Ach genau, jetzt kann ich die inzwischen auch gegen Cola natürlich upgraden. Wie sich das für vernünftige Türme gehört. Und das Ganze geht natürlich später dann auch über 5 Ebenen natürlich. Das kann ich eigentlich auch gleich nochmal zeigen. Voll gut, dass ich hier noch diesen Spielstand hatte, sonst hätte ich hier ewig nichts geschissen bekommen. So, und hier kann man dann nämlich auch gucken... Okay, soll der mehr Schaden machen, also Crit-Schaden, oder soll er Stun haben? Und Stun war, glaube ich, später richtig wichtig.
Was konnte der hier? Lightning oder... Ah, der konnte quasi Pushback, also die zurückschieben. Der hier, Force Back und... Ah, der konnte Flächen stunnen. Ah, ich glaube in Wirklichkeit war es gut, nur die Fetten zu kaufen und dann zwei Repulser und einen Stun oder andersrum, ich bin mir gerade nicht sicher. Einen Stun und zwei Repulser, irgendwie so in die Richtung. Und Captain Repulser finde ich super. Der toastet jetzt nämlich da gleich total durch. Bam. Das ist schon ein bisschen fancy. Ist natürlich sauteuer, also das muss man sich leisten können. Das geht eben nicht mal so eben. So, Wave 7 von 8 sind wir inzwischen. Gott, könnt ihr da mal bitte Schaden machen? Ist ja widerlich. Die Bombenviecher sind übrigens auch unschön, die mit den kleinen Bomben in der Hand. Wenn die durchkommen, sprengen die halt unsere Leute weg und das ist mal so gar nicht geil. Dann müssen wir die nämlich teuer da neu wieder hinbauen. Ja, und jetzt kommen hier die ersten durch, das ist auch gar nicht so geil. Ja, komm, du kriegst mal Crit, du kriegst hier einfach noch so ein Level ab, du kannst dir nichts leisten, schade. So, nochmal kurz einen Stun da reingesetzt, hier können wir auf jeden Fall nochmal eine Bombe reinlegen. Du kriegst nochmal einen Repulser. Hat jemand genießt. So, da kommt nochmal ein Captain Stun dazu. Irgendwer ist hier allergisch gegen Zombies, glaube ich. Der niest die ganze Zeit. Na, und mit einem verlorenen Leben kriegt man sogar noch drei Sterne oder drei Steine oder drei Stumpen, keine Ahnung. Und ich glaube, wir gucken mal, oh Gott, wie rum lief denn der Spaß hier? Ich gucke einfach mal hier rein, Difficulty 4. Difficulty 4, ja, ich denke, das kann ich. Haben wir da... Genau, da haben wir jetzt nämlich schon, okay... So, und ich möchte gern drei Privates, einen Repulser und einen Captain Stun. Ich glaube, das war voll die gute Idee. Hier kaufe ich schon mal und Abfahrt. Genau, jetzt haben wir nämlich auch noch den dritten Skill, das ist Flamebot. Den zeige ich dann bei Gelegenheit mal. Der ist ganz fancy eigentlich. Und übrigens können sie halt auch hier reingehen und die kommen dann halt irgendwo anders wieder raus. Das ist manchmal auch sehr verwirrend. So, da kann ich mal ganz kurz tauschen. Oh Gott, ist auf allen fünf? Wollte mich verarschen? Soll ich mir das denn leisten? So, muss ich gleich mal gucken, wo ich hier was hinstelle. Ich glaube, Flamebot kommt mal hier oben hin.
Flamebot ist ganz fancy, der macht halt eben echt die ganze Reihe leer. So, die kann ich natürlich mal tauschen. Das ist, glaube ich, nicht die dümmste Idee. Mist, und es kommen schon welche durch. Also, okay, da hätte ich mir wahrscheinlich einen besseren Plan machen müssen. So richtig gut läuft das gerade nicht. Ja, vor allem kommen die da oben ja einfach problemlos durch. Ich da noch überhaupt nichts hinbauen kann, das war schon gar nicht so geil. Also ihr seht, es wird durchaus anspruchsvoll, aber ich habe es natürlich jetzt auch in einer halben Ewigkeit nicht gespielt und bin irgendwie überhaupt nicht im System drin. Ich dachte, ich mache hier mal irgendwas auf gut Glück, aber das werde ich hier massiv verkacken. Also das hier oben läuft irgendwie gerade so gar nicht so. Das glaube ich mal tauschen. Die Hälfte meiner Leben habe ich noch. Half-Life quasi. Damit ist Half-Life 3 auch bestätigt. Was? Level up. So, einmal Flamebot da rein toasten. Gott, ich könnte es sogar noch überleben. Also niemals mit 3 Sternen natürlich. Wahrscheinlich auch nicht mit 2, aber es könnte aus noch was werden. Im Ansatz gescheitert, aber doch noch nicht verloren, möchte ich sagen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, welches die fetten Viecher sind. Also welches die bösen. Ich glaube, die hier sind die richtig üblen. Die kriegt man richtig schlecht weg. Repulse, Repulse. Please. Auch in mehr Repulsoren. Ist das das, ist das der politisch korrekte Terminus? Ich bin mir nicht sicher. Ah, die kommen total durch und die machen, glaube ich, auch mehr als einen Schaden. Das ist ein bisschen das Problem. Aber Moment. Kommen nicht zwingend durch. Ich kann hier natürlich auch noch Mr. Flamebot reinsetzen. Und kann sie einfach mal wegowen, weil ich awesome bin. So sieht es nämlich aus. So, ich mache hier einfach mal 3 Repulsors. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich mache das einfach mal. Geht der Peter hier. Waren's 2 Captains dann und 1 Repulsor? Ich weiß es echt nicht mehr. Irgendwas war total gut. Ich glaube, in Wirklichkeit waren es 2 Captains dann und 1 Repulsor, aber fragt mich nicht. Final Wave, yay. Es sieht aus, als könnte es hier fast noch was werden. So, haben jetzt zumindest alle eine Profession? Ich glaube schon. Super, Alter. 800 dann fürs nächste Upgrade. Das ist ganz schön happig. Da können wir mal ordentlich an reinsetzen. Okay, das hat nicht ganz so viel gebracht. Ja, das läuft doch jetzt mal relativ gut. Wäre das mal am Anfang so gut gegangen. Aber gut, man kann natürlich nicht alles haben. So, das... Ah, den Flamebot hebe ich mir mal für Notfall auf. Ja, 800 fürs Upgrade. Kann ich mal ausgeben.
so fancy war das jetzt irgendwie auch nicht. Kommt hier eigentlich noch ein Bossgegner? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie habe ich so eine grobe Erinnerung, dass es, glaube ich, fette Bossgegner gab, aber ich bin mir echt nicht sicher. Ja, vielleicht nur im letzten Level. Oh, schon weg. Schade. Egal. Vielleicht gibt es doch Bossgegner und da oben kommt gleich noch jemand und ich hätte den... Nein, doch nicht. Na, zwei immer noch bekommen. Gar nicht so mies. Ja, natürlich kein Traum, aber hey, es hat zumindest halbwegs geklappt. Und ja, es gibt eben auch noch diverse Badges in-game, die man sich halt holen kann. Womit man dann eben auch noch hier die lustigen Steinchen kriegt, womit man sich dann Upgrades noch leisten kann. Und was kann ich mir eigentlich noch leisten? Increase both Scrot Chance to Inflict. Okay. Achso, ja, das ist hier einmal für die verschiedenen Gruppen eben, also für die drei verschiedenen Soldaten, die man quasi hat. Und dann gibt es hier noch die Skills, die man aufrüsten kann und allgemein halt Glück, beziehungsweise mehr Kohle und also allgemeine Passiva. Halt mehr Kohle finden, mehr Kohle am Anfang und so weiter und so weiter. Mehr Hitpoints und so, ne? Also sehr, sehr cooles Defense-Game mit Zombies, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr Bock drauf habt, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zugucken, einen angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.